So, hallo, wir machen weiter. Bei WarioWare Get It Together. Letztes Mal haben wir die Missionen aus Alltag uns angeschaut und bei zwei Missionen ist noch der Wurm drin. Die hauen noch nicht hin. Wir machen aber weiter mit den Missionen, die es bei Fantasy gibt. Da haben wir einmal das Spiel Kronendrache. Man muss mit allen Charakteren spielen. Schließe es immer wieder ab, bis du 18 Punkte erzielt hast, ohne die Krone fallen gelassen zu haben. Oh mein Gott, das wird auch kritisch. Oh Gott, das wird richtig kritisch. Okay, uff. Weil die meisten Male lag die Krone am Boden, wenn ich die geschafft habe. Okay. Und das mit jedem Charakter. Ja, alles klar. 18 Punkte. Ja, scheiße. Spiele Blasenzählerei mit allen Charakteren im Team. Sorge dafür, dass bis zum Game Over 100 Blasen unversehrt bleiben. Okay. Okay, ich verstehe. Das wird auch sehr interessant. Da muss man sehr weit spielen. Oh Gott, oh Gott. Penny, Bahnbefreier, ohne in den Luftstrom zu geraten. Okay. Schließe das Spiel Fischgourmet erfolgreich, mit dem du ausschließlich alle Fische aus der mittleren Reihe beseitigst. Okay. Mit egal mit dem also. Puste Blume ab, indem du den Elfen in Richtung des Ventilators bewegst. Aha. Okay. 5 Volt miese Magie und schließe 7 Runden ab, ohne dass eine der magischen Sphären den Boden berührt. Okay. Ja, wahrscheinlich. Oh, wir werden sehen. Ohne dass eine der magischen Sphären den Boden berührt. Volley Mama. Ja, ich bin gespannt, was das bedeutet. Astralsortierung auf Level 1 ab, ohne dass Fallen der Objekte die Wolken berühren. Wir werden uns gleich alles nochmal nachgucken müssen, weil ich es mir nicht merken kann, aber es macht nichts. Anrüchige Aliens, mindestens 4 Invasoren, indem du einen ihrer Artgenossen aufsenkst. Okay. Als Penny, das Spiel des einen Leid des anderen freut ab, indem du das Zimmer verdunkelst, ohne dich von der Stelle zu be... Okay, also einfach mit Wasser. Kriegen wir hin. Schließe als Dribbel das Spiel Achselhaarig auf Level 3 ab, indem du alle Achselhaare auf einmal herausreißt. Ah, mit einem Schuss dann. Okay, verstanden. Auf Level 3 mit einem Schuss. Okay, verstanden. Schattenhexen, indem du auf die Hexe trittst. Drauf trittst! Okay, alles klar. Wenn das geht, ja, können wir machen. Lul. Die Masse macht's auf Level 3, indem du alle Schleimklumpen mit Hilfe eines einzigen Angriffs vereinst. Okay, mit einem Angriff alle vereinen. Ja, das wird sehr interessant mit 18 Volt, aber okay. Probieren wir aus. Toller Schnodder. Weinerliche Meerjungfrau mit allen Charakteren im Team und sammelt 20 Perlen, die aus der Nase fallen, bevor es Game Over. Ach du Scheiße. Ja, okay. Wobei das gar nicht so schwer ist. Ich glaube, eine Runde gibt es schon 3 Perlen immer, ne? Okay, kriegen wir, denke ich, hin. Haben wir schon gemacht. Das war der Bosskampf. Ich denke, dann war es das mit Fantasy. Ja, okay. Schauen wir mal, wie viel ich mir gemerkt habe. Das ist natürlich auch eine Mission. Merk dir so viel wie möglich, ohne ständig nachzugucken. Okay, zu Pilzpest habe ich keine Mission gelesen. Zu Albtraumfänger kann ich mich auch nicht erinnern. Das war das komische Ding. Mit allen Charakteren 18 Mal, ohne dass die Krone runterfällt. Das wird nicht funktionieren. Ich sag's gleich. Krone stehlen. Ja, weil die muss ich jetzt jedes Mal fangen. 18 Mal. Na, hurra. Krone stehlen. Uff. Wunderbar. Krone stehlen. Oh mein Gott, yes. Zum Glück fällt die langsam. Krone stehlen. Okay. Krone stehlen. Hä? Ja, das hat schon mal... Wobei, sie ist jetzt nicht runtergefallen. Zählt das jetzt trotzdem? Krone stehlen.
Also zählt das jetzt als, sie ist nicht rund? Wir werden einfach mal weiterspielen. Der ist am schwierigsten. Weil jetzt muss ich... Ja, genau, genau das. Wie soll ich das mit ihm denn vernünftig hinkriegen? Das ist doch scheiße. Oh mein Gott, ist das... Oh, ich hasse den. Mit dem kann man so schlecht agieren. Krone stehlen. Ja, super. Krone stehlen. Ja, Gott sei Dank. Und zack. Weiße Wahl. Krone stehlen. So. Sehr schön. Oh je. Krone stehlen. Oh ja, okay, das Wasser holt zu mir. Puh. Ich dachte schon, ich muss da hin oder so. Krone stehlen. Na, oh, war die am Boden? War die am Boden oder nicht? Ja, wir werden es jetzt nicht rausfinden. Wir spielen einfach mal weiter. Aber war die am Boden? Ich weiß es nicht. Könnte schon gewesen sein, ne? Oh, die war auch ganz knapp. Ich weiß nicht, ob die am Boden war. Ah, die war auf jeden Fall am Boden. Scheiße. Ah, wir gucken mal, was noch so kommt. Dass wir mit jedem Charakter eine Strategie vielleicht finden. Oh Gott, er! Ja, okay, er geht sogar. Er müsste eigentlich auch gehen. Oh lol, die wären mir runtergefallen, glaube ich. Nein! Mit ihr dürfte es eigentlich nicht passieren. Okay, scheiße. Aber wenn es halt schneller wird... Das ist halt das nächste Problem. Wenn es schneller wird, ist kritisch, ne? Ja, und er ist auch scheiße. Okay, Mist. Scheiße. Okay, er ist ein Problem. Bei Orbulon bin ich... noch leicht überfragt, wie ich das mit Orbulon mache. So, Orbulon, kannst du mir mal erklären... Du bist hier noch als guter Charakter eingetragen. Ja, ich hätte auch gedacht, ich kann dem einfach die Krone abnehmen, aber kann ich eben nicht. Ah, doch, kann ich. Hä? Null? Krone stehlen. Hä? Wieso hat es jetzt gerade nie funktioniert? Okay, dann geht es doch genauso, wie ich mir das gedacht habe. Krone stehlen. Ja, okay. Weiß nicht, was dann mein Fehler war gerade. War ich einfach dumm. Okay, also 18 Stück. Let's go. Oh, gleich die am Anfang. Okay. Am besten gleich versauen. Lul. Es wird halt, wenn es schneller wird, das wird richtig kritisch. Wenn es dann schneller wird, das wird sehr, sehr kritisch. So. Hua, Glück gehabt. Krone stehlen. Nein! Come on! Krone stehlen. Wieso hat die denn nicht getroffen jetzt, Mann? Ich hab's drauf. Ich bin dabei. Krone stehlen. Die war am Boden. Scheibenhonig. Krone stehlen. Krone stehlen. Sauber. Krone stehlen. Gut. Ein Erfolg. Krone stehlen. Krone stehlen.
Oh yes, puh. Aber ich habe Angst, wenn Dingsvolt kommt. 9 Volt. Okay, letzter Versuch. Dann lassen wir die Mission erstmal. Wir haben ja noch genug andere, die ich möchte, machen möchte. Scheiße. Ah, oh, es ist echt nicht so einfach. Krone stehlen. Krone stehlen. Das war knapp, weil das sollte ich nicht tun. Ich sollte nicht auf ihn drauf springen, eher von unten. Krone stehlen. Oh je. Krone stehlen. Nein! Ja, aber sie ist nicht auf den Boden gefallen. Zählt das? Ich glaube nicht. Ach, scheiß drauf. Wir lassen es erstmal. So, Blasenzählerei. Mit allen Spielen und 100 müssen irgendwann übrig geblieben sein, ne? Also je mehr ich übrig lasse, umso besser. Wie viele? Im Moment sind es 4. Das Problem ist, wenn ich jetzt... Ja, ich muss leider die kaputt machen und dann die 3 anschießen. Damit sind jetzt noch 3 übrig gewesen. Wie viele blaue? 5. Und dann bleiben jetzt hier auch ganz viele übrig. Dann bleiben jetzt hier auch ganz viele übrig. Wie viele Herzen? 2. Ja, aber wenn ich... Moment. Ich muss so und jetzt so. Nee, jetzt sind es 4. Okay. Ja, so kommt man, denke ich, der 100 schon recht schnell nahe. 3. Die lassen wir... Na, ich kann... Ja, ich komme an die 3 ran. Okay, alles gut. Wie viele blaue? 4. Nein, jetzt sind es noch 3. Okay, ich glaube, so kriegen wir die 100 schon hin. Oh nein. Wie viele Sterne? 5. Oh je. Wie viele? 4. Können wir die auch im Leben lassen? Nein! Oh, ich hab's versucht. Warum nicht? Scheiße. Wie viele rote? 5. Na klar. Alles klar. Wie viele Herzen? 3. Nee, 5 Herzen, nicht rote Herzen. Ah, scheiße. 4. Lass die 4 an. Shish. Wie viele rote? 4. Wie viele Sterne? 3. Je weniger ich kaputt machen muss, umso besser. Zähl auf mich. Wie viele? 4. Ja. Wie viele blaue? 5, aber da komme ich nicht ran. Ja, wie soll ich denn da rankommen? Wie viele Herzen? 4. Ja, jetzt nimmer. Jetzt waren es noch 2. Ach, scheiße. Okay. Wie viele? 5. Guter Start. Wir lassen alle am Leben. Na sicher doch. Wie viele blaue? 3. Jetzt weiß ich nur nicht, zählen jetzt alle, die ich nicht kaputt gemacht habe, also zählt es jetzt als 8 oder zählt es jetzt als 3? Wie viele Herzen? Okay, diesmal nicht auf die Farben guckt, 3. Ne, 4. Zählt es jetzt als 8 oder als 4? Na, das ist das, was ich nicht weiß. Wie viele? 5.
5, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr angenehm. Jetzt bleiben auf jeden Fall 5 übrig. Stimmt, genau. Natürlich. Wie viele Rote? 4. Super. Bereit. Wie viele Sterne? 5, sehr schön. Sehr schön. Schön viele bisher. 5, aber die kriege ich wieder nicht. Ich muss jetzt auf 4 gehen. So. 1 musste ich kaputt machen. 3. Komme ich auch ran. Wie viele Herzen? 4. Vier. Ah, es sieht doch jetzt schon besser aus als vorhin. Wir haben ja noch alle Leben, also bisher eigentlich läuft alles hervorragend. 4. Wie viele Sterne? 5, aber da komme ich nicht ran. Mach mal eine 2 draus, hilft leider nichts. Bevor ich sterbe, ja, lieber so. 5. Yes, ich hatte Angst, dass ich beim Runterfallen das mitnehme. Sehr gut. Das war wieder eine schöne... Wie viele Rote? 3. Komme ich da ran? Ja. Wie viele Herzen? 3. Die Fliegenden sind dafür am besten, weil die machen nichts kaputt. 5 eigentlich, aber da wäre ich nicht... Ja... Jetzt sind es noch 4. Ist in Ordnung. Lassen wir die 4 stehen. Wie viele Rote? 5. Sehr schön. Yes! There we go. Jetzt spielen wir aber noch weiter. Weil man könnte ja... Ja, scheiße. Weil man könnte ja noch versuchen, die Dings zu bekommen. Weißt du schon, die... Hier. Die... Ah, ihr wisst, was ich meine. Antwort korrekt. Wie viele Herzen? 5. Ich wollte doch noch hin, du blödes Vieh. 3. Würdest du die 3 bitte angedrückt lassen? Danke. Wie viele blaue? 3. Fünf. Wie viele? 3. Weise Wahl. Wie viele Rote? 5. Selbstredend. Ich mach das. Wie viele Herzen? 3. Perfekt. Wie viele? 4. Ich glaube, bei 30 haben wir das Ding erreicht, ne? Ja, 5 eigentlich, jetzt sind es noch 2. Ja, scheiße. 4. Ich glaube, wir haben es. Auch 4? Ja, jetzt nimmer. Okay, ich hoffe, es war's. Reicht es? Bitte ja. Yes! Sehr schön, die Punktvorgabe, genau, die ging es mir. Was war denn die Punktvorgabe? 25, okay, okay. Hätten wir bei 25 schon Schluss machen können. So, Bahnbefreier, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, dass da was war, aber vielleicht war da was. Kann ich mich nicht erinnern, schöne Beschirmung, kann ich mich auch nicht erinnern. Ach ja, Fischgourmet, da war irgendwas mit die Mitte immer nur oder so, keine Ahnung, muss ich nochmal lesen. Pusteblume war irgendwas mit, man muss den Elf irgendwie hin, irgendwo, keine Ahnung. So oder was? Ah, so, okay, verstanden. Ja, dann haben wir es ja schon. Gut. Aus einem Guss kann ich mich nicht erinnern.
Schaukelturnier kann ich mich nicht erinnern. Miese Magie. Da war irgendwas mit, man muss dafür sorgen, mit der Mama, dass die Dinger nicht den Boden berühren, die Magieteile. Was? Ach, kann ich die so wegschocken? Ja, das berührt ja schon den Boden. Hä? Wie soll ich, was? Nicht erwischen lassen. Hä, aber es berührt den Boden. Wie soll ich denn, hä? Die Dinger sollen nicht den Boden berühren, oder was? Nicht erwischen lassen. Hä, das, wie, okay, das muss ich nochmal lesen, habe ich nicht verstanden. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass da was vorkam. Da kam irgendwas vor, weiß aber nicht mehr, was genau. Ah, das war mit Penny, ohne sozusagen sich zu bewegen, das Ganze abschließen. Das heißt, ich muss mit ihr jetzt vom Stand aus das Wasser so hochschicken, dass, genau, ja, das war easy, sehr gut. Dann, Katapult kann ich mich nicht erinnern. Genau, das war mit Dribbel bei Level 3 mit einem Schuss alles erledigen. Na, dass man hier sozusagen dann das ordentlich anpeilt und das muss ich mit Level 3 schaffen, okay. Na, das wäre jetzt nichts gewesen. Oh je, Level 3 wird interessant. Yes! Nice! Perfekt, weg damit. Schattenechsen weiß ich nicht mehr. Die Masse macht's. Ich glaube, das war mit 18 Volt mit einem Schuss in Level 3 alles erledigen. War das so? Ich glaube, ja. Mal gucken. Vereinen. Ja, hier wäre es jetzt nicht ein Schuss gewesen. Also hier wäre es jetzt bei weitem nicht ein Schuss. Hier wäre es überhaupt... Ich schaff's gerade gar nicht, lul. Okay. Das war auch in Level 3 musste man das machen mit einem Schuss. Okay, wie soll das mit einem Schuss gehen? Da muss es ja dann wirklich passen in Level 3. Jetzt gucken wir uns mal Level 3 an. Vereinen. I see, weil das so ein Gebubbel ist. Okay, okay, ich verstehe. Gut, nochmal bis Level 3. Die kann man dann wirklich nicht mit einem Schuss, aber Level 3 kann man mit einem Schuss erledigen. Ich hab's verstanden. Ja, okay. Vereinen. Kriegen wir hin, gar kein Problem. Vereinen. Ja, ja, und die, um die Bande rum. Nein. Okay. So, nochmal bis Level 3. Ah, shit, ich habe vergessen, dass wir jetzt in dem Abschnitt sind. Ich habe mehrmals geschossen. Okay. Nochmal. Ah, das ist eine coole Mission. Vereinen. Was zu leisten. Vereinen. Okay. Vereinen. Wieso geht er nicht weiter? Ach, so ein Käse. Wieso ist der einfach gestoppt? So habe ich mir das nicht vorgestellt. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Das Nervige an Level 3 Missionen ist halt einfach nur, man muss die ersten zwei immer wieder nachspielen und es dauert einfach seine Zeit. Die man nicht bräuchte. Okay. Vereinen. Jetzt aber. Nein!
Vermischt euch doch noch. Ach Mann, scheiße. Okay. Aber ich mach's mal so, dass ich kein Leben verliere. Wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. So, jetzt kommt wieder drauf an. Oh, die kommt nicht zurück. Ah, scheiße. Mann. So, jetzt kommt wieder drauf an. Jetzt! Nein! Der ist nicht mehr weiter. Die Zeit war um. Ach, komm schon. Vereinen. So, jetzt kommt wieder drauf an. Nein, der nimmt den nicht mit. Oh, Mann. Nein, das geht auch wieder nicht. Der geht auch wieder nicht daran. Ja. So. Oh je. Wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Ja, der geht halt überhaupt nicht weiter. Dachte halt, der geht vielleicht zumindest um die Bande rum oder so. Juckt den überhaupt nicht. Vereinen. Eieiei. Vereinen. Nee, da bleibt. Die bleiben hängen, Mann. Wieso bleiben die hängen? Oder hat es mit. Ist das, liegt es an der Blume, dass der mit der Blume hängen bleibt? Vereinen. Muss ich da auf die Blume achten? Bleibt der mit der Blume? Bleibt der mit der Blume hängen oder was? Liegt es daran? Vereinen. Liegt es daran? Vereinen. Nee, der geht auch jetzt weiter. Aber es nützt mir halt nix. Ja. Ah, oh, Mann. Vereinen. Ich muss den halt so machen, dass der genug Schwung bekommt. Und... Nee, ihr wisst selber, ihr seht's ja. Was ich machen muss. Muss ich nicht erklären, ihr seht das. Müsst nur eure Augen aufmachen. Vereinen. Das sieht doch jetzt mal gut aus. Nein, der geht nicht rum. Nein. Scheiße. Ach, komm schon. Also manche Missionen sind echt frustrierend. Obwohl ich die eigentlich von der Idee her cool fand, aber... Es fühlt sich so unkontrolliert an.
vereinen. Mal bleiben die Dinger stehen, mal bleiben sie nicht stehen. Vereinen. Nee, das war nicht gut. Oh, wobei? Ja? Nein! Mann! Hasse alles. Aber dass man nicht einfach bei Level 3 starten kann, ist auch blöd. Vereinen. Vielleicht kann man es und ich habe es noch nicht rausgefunden. Kann natürlich sein. Glaub's aber nicht. Vereinen. Vereinen. Ja, jetzt bleibt der in der Mitte hängen. Ich verstehe nicht, wann die hängen bleiben und wann nicht. Ach komm, wir lassen das erstmal. Wir machen mal die Meerjungfrau. Nein, stopp, alle Charaktere. So, let's go. Drei sammeln. Na, da mussten wir jetzt auch einfach nur sammeln, sammeln, sammeln. Das sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Drei sammeln. Drei sammeln. Okay, ich weiß nicht. Wie ich das mit ihm machen soll. Ich muss kurz lesen. Darf man failen zwischendurch oder nicht? Erstmal alles abholen. So. Oh, Bahnbefreier habe ich ganz vergessen. Spiel als Penny, ohne in den Luftstrom zu geraten. Okay. Fischgummi, indem du ausschließlich alle Fische aus der mittleren Reihe... Ah, so. Ausschließlich aus der mittleren Reihe beseitigst. Also nur einmal abschließen und dann alle in der mittleren Reihe. Okay, verstanden. Spiele in der Variopedia als 5 Volt miese Magie und schließe 7 Runden ab, ohne dass... Hä, aber wie kann ich denn diese Sphären... Also, das habe ich nicht verstanden. Ich meine, es heißt Volli-Mama. Scheinbar kann die irgendwie zurückschicken, diese Sphären. Aber wie? Okay, das muss ich die ausprobieren. 7 Runden lang muss ich das schaffen. Na, das wird ja lustig. Astralsortierung, ohne dass fallende Objekte die Wolken berühren. Okay. Auch nur einmal. Okay, das kriegen wir hin. Anrüchige Aliens entledigen mindestens 4 Invasoren, indem du einen der Artgenossen auf sie lenkst. Okay. Also kann ich irgendwie zurücklenken. Okay, meinetwegen. Ha. Okay. Ach, und auf die Hexe treten als Pioro. Stimmt, da war was. Ja, das ist unangenehm. Lul. Mit allen Charakteren sammle 20, die aus der Nase, bevor es Game Over. Okay, also ich darf sie verfehlen. Ich darf sie verfehlen. Okay, 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 okay. Heioioi, Leute. Das ist hier Arbeit. Das ist hier richtige Arbeit. Oder machen wir das jetzt erstmal? Wie gesagt, ich darf sie verfehlen. Das ist okay. 20 muss ich gesammelt haben. Gut, kein Problem. Wenn wir nicht gerade einen komischen Charakter kriegen, dann sammelt man die ja recht fix. Und wenn es immer 3 sind, naja, dann geht das auch recht schnell. Dann geht das auch recht schnell. Drei sammeln.
Ja, Käsekuchen. Käse. Ah, das war nix. Drei sammeln. Ja, Pioro sollte hier gar kein Problem haben. Er auch nicht. Er auch nicht. Also die meisten Charaktere haben hier eigentlich kein Problem. Zum Glück muss man es nicht am Stück... Oh mein Gott! Zum Glück muss man es nicht am Stück schaffen. Und darf die sogar daneben fetzen. Also das ist dann eigentlich ziemlich einfach. Ausnahmsweise mal. Sollen wir aber recht sein. Müssen wir nicht schon 20 haben? Ups. Ich meine, es hieß, bevor es Game Over heißt, vielleicht muss es jetzt erst auch zu Ende des Spiels sein. Wir müssen doch schon 20 haben, oder? Oh, erst? Mit ihm ist das sehr unangenehm. Mit ihm ist das richtig unangenehm, Lul. Aber ich mache lieber mal noch ein paar. Nicht, dass es noch schief geht. Okay. Mission. Wow, Rekord. Ja, wie? Boah, ich bin echt platt. Waren es keine 20? Waren es, hä? What? Habe ich wieder was falsch gelesen? Ach, aus der Nase! Die Mission heißt Toller Schnodder. Oh mein Gott, ich muss lesen lernen. Okay, die müssen aus der Nase kommen. Die 20 Stück. Ich Volltrottel. Oh mein Gott, ja, alles klar. Ich glaube, bei der ersten Mission kommt gar nichts aus der Nase, ne? Ja, okay. Ich glaube, erst jetzt kommt die Nase. Ja. Kann ich immer drei sammeln aus der Nase, ist die Frage. Das waren jetzt auf jeden Fall schon mal drei. Es geht los. Drei sammeln. Ja, Nase, Nase, noch eine Nase. Ja, perfekt. Okay, sehr gut. Also, ich kann in Mission 2 und 3 jeweils drei sammeln. Gut. Drei sammeln. Oh, die hier kann auch aus der Nase. Okay, eine aus der Nase haben wir dazu bekommen. Es sind 7. Drei sammeln. 8, 9, 10. Hälfte Hammer. Drei sammeln. Oh, shit. Zählen die jetzt oder zählen die nicht? Das weiß ich nicht. Oh. Okay, ich glaube, hier schließe ich lieber ab, bevor ich Game Over gehe. Lul. Eine haben wir, glaube ich, aus der Nase mitgenommen. So, er ist jetzt wieder sehr angenehm. Gut. Er sollte auch angenehm sein. Die wischt ihr Zeug weg. Scheiße. Okay, da kommt nichts aus der Nase normalerweise so schnell. Ah, doch, eine. Nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Ich nehme alles aus der Nase, was ich kriegen kann. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jawohl, da haben wir es doch schon. So, aber da wir jetzt ja mit allen spielen... Ja.
Wäre es natürlich sinnvoll, ich wollte gerade sagen, noch versuchen, den Rekord zu kriegen, aber ich glaube, das wird schon nichts mehr. Dafür habe ich schon zu viele Leben verloren. Aber wir probieren es aus. Wir gucken, wie weit wir kommen. Ist ja nun nicht so das große Problem, ne? Da ist noch auszuprobieren, wie weit wir kommen. Kann ich das sehen im Menü, wie weit ich... Nein, das sehe ich nicht. Okay. Gut. Easy. Nein. Nein. Okay. Wahrscheinlich ist wieder 25 oder so ein Ding. Hallo. Scheiße. Ja, okay, das war's. Ja, Rekord, aber wie viel bräuchte ich? 25, ja, alles klar. Gut. Also hier haben wir das mit Pioro, die Mission. Ja, mit ihm ist das nämlich gar nicht gut. Und zwar so, dass ich auf sie drauflaufe, oder was? Okay. Ah. Verstanden. Ich muss herausfinden, welcher ich von denen bin und dann richtig auf sie laufen. Ah lol, ich war zu langsam. Nein, war die falsche Richtung. Okay, aber verstanden, verstanden. Kriegen wir hin. Ja, okay, ich konnte den drüben da bewegen, aber der hat mir nichts gebracht. Nein, okay, ich hab's verstanden, was ich tun muss. Kriegen wir hin. Muss ja nur einmal schaffen. Ist auch egal, auf welchem Level, glaube ich, gewesen. Okay, der bewegt sich, aber das nützt mir nichts. Dann schließe ich halt kurz ab, dass ich das Leben nicht verliere. Nein, das hätte ich schaffen können. Habe ich versaut. Okay, nein, Mann, ich... Geht immer zu schnell hier. Geht immer viel zu schnell. Okay, der bewegt sich. Ein! Ich dachte, ich bin schneller. Kam nicht hinterher, schade. Okay, der ist es. Ah, fast wäre ich auf sie draufgefallen. Na gut. So. Yes! Genau so. Okay. Dann haben wir das geklärt. Dann, das Level schaffen. Ich mach mal alle, weil dann kann man... Ups. Ich mach mal alle, weil dann kann man, rumprobieren. Ich muss es nur einmal schaffen, indem ich die Mitte befreie. Ja gut, das ist jetzt natürlich mit ihm sehr ungünstig, lul. Was zählt eigentlich als mittlere Reihe? Sechs fangen. Ja, wie soll ich denn... Also, Real Talk, wie soll ich das denn mit nur der mittleren Reihe schaffen? Sechs fangen. Ja, aber mittlere Reihe, hä? Ja, da muss man ja noch Glück haben mit der Mission. Zwei fangen. Hä, wie soll ich denn nur die mittlere Reihe? Das muss ich nochmal lesen. Ich habe schon wieder nicht verstanden, ne? Ich habe es schon wieder nicht verstanden. Das gibt's doch nicht. Schließe das Spiel erfolgreich ab, indem du ausschließlich alle Fische aus der mittleren Reihe beseitigst. Indem du ausschließlich alle Fische... Hä?
Ach, die mittlere Reihe in X-Richtung. Also waagre. Ach so. Ja, lol, ey. Dann brauche ich jemanden, der fliegen kann. Dann machen wir das ganz einfach hier. Oh Mann, ja, ja die Reihe. Ja, Mensch. Hä? Wieso hat es jetzt nicht gegolten? Ey, nee, 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 wieso hat er jetzt... Das ist doch jetzt die mittlere Reihe, oder bin ich jetzt... Das muss doch jetzt die mittlere Reihe sein, oder bin ich jetzt blöd? Vier fangen. Eins, zwei, drei, vier. Ist doch ausschließlich aus der mittleren Reihe. Vier fangen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, aber... Fünf fangen. Ja, geil. Was mache ich jetzt falsch? Drei fangen. Eins, zwei, drei. Schließe es erfolgreich ab, indem du... War es ein Level... War es auf Level 3 oder so? Nein, das war es... Oh, ich bin blöd. Fünf fangen. Hätte ich es... wahrscheinlich auf Level 3 muss ich es machen oder so. Kann es sein? Keine Ahnung. Nein, jetzt bin ich wieder eins zu weit. Ich bin verwirrt, Leute. Ausschließlich aus der mittleren Reihe. Ich dachte jetzt, das ist die mittlere Reihe. Weil die andere mittlere Reihe ist immer ein Fisch. Ich bin alle. Neuer Rekord. Hä? Zwei fangen. Oder darf ich die komplette Runde über, bis es... Ja, aber das ergibt auch wieder keinen Sinn. Vier fangen. Wann schließt man denn erfolgreich ab, wenn man alle vier Level, alle drei Level geschafft hat? Schließt man dann eine Runde erfolgreich ab? Fünf fangen. Mann! Diese bewegenden Dinger, ne? Zwei fangen. Ich hab nicht aufgepasst. Ich check's nicht. Drei fangen. Aber das ist auf jeden Fall die mittlere Reihe. So was anderes kann nicht die mittlere Reihe sein. Vier fangen. Jetzt kommen wieder die, die sich bewegen. Ich denke, die sind gemeint. Einen fangen. Ja, gut. Ja, aber... Ja, aber wann schließe ich denn jetzt erfolgreich ab? Super duper. Vier fangen. Oder musste ich... Ne, ja. Musste ich das mit einem speziellen Charakter machen? Vier fangen. Nein, jetzt, ich bin doch... Ich muss es nochmal lesen. Das gibt's doch nicht. Will mich verarschen? Schließe das Spiel Fischgourmets erfolgreich ab, indem du ausschließlich alle Fische aus der mittleren Reihe beseitigst. Leute, bin ich dumm? Das können wir mal noch machen. Da hieß es, da können wir eigentlich auch ihn nehmen wahrscheinlich. Da hieß es, ohne dass die Wolken berührt werden, zuordnen. Sortieren. Ja, easy. Das war mal wieder sehr einfach, sehr schön. Also die Missionen sind echt, ne? Manche sind super easy und manche so überhaupt nicht. Und da muss ich irgendwie die Viecher, die Aliens gegenseitig sich angreifen lassen. Wie geht das denn?
Ja, so nicht. Wie kann ich die denn gegenseitig... Ah! Okay, ich kann die so gegenseitig sich angreifen lassen. Okay, interessant. I see. Beschützen. Wie viel musste ich das machen? Scheiße. Beschützen. Okay. Doch 7 oder so, ne? Beschützen. Okay. Oder musste ich das mit dem speziellen Charakter haben? Ja, ich habe wieder nicht aufgepasst. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Muss ich einen speziellen Charakter dafür nehmen? Beschützen. Okay, das waren einige. Beschützen. Nein! Ach, come on. Okay. So, wir müssen das auch nochmal durchlesen. Oh, wir müssen den Part beenden. Scheiße. Okay, ich sehe schon, wenn ich diese Mission-Dinger mache, dann ist die Partlänge ungünstig. Vor allem, wenn es nicht läuft. Genau, das haben wir geschafft, richtig. Wollte gerade sagen, was habe ich denn da gemacht? So. Erstmal das hier, Bahnbefreier. Wo ist denn Bahnbefreier ohne den Luftstrom? Als Penny. Okay, muss ich mir anschauen. Ach, das ist das durch die Höhle, ne? Schließe das... mindestens 4 Invasoren. Schließe das Spiel. Erledige mindestens 4 Invasoren, indem du einen ihrer Artgenossen auf sie lenkst. Junge, wie? Okay. Okay, Bahnbefreier mit Penny. Das machen wir noch fix. Sie ist dafür nicht gut geeignet. Und ich will nicht in den Luftstrom geraten, okay. Entkommen. Ah, das ist der Luftstrom, verstanden. In den ich gerade geraten bin. Gut. Entkommen. Das ist wieder der Luftstrom, willst du mich verarschen? Entkommen. Ja, aber so komme ich doch in den Luftstrom. Hä? Phänomenal. Entkommen. Ja, aber guck mal, sobald ich das auslöse... Wie soll ich das denn nicht auslösen mit ihr? Entkommen. Also ich muss sozusagen... Ja, ich verstehe schon. Entkommen. Und jetzt so... Ja, und jetzt ist der schon kaputt. Okay, ah, ich verstehe. Das machen wir nur in Level 1. Das geht nur in Level 1. Entkommen. So, jetzt weg. Scheiße. Na, so nicht. Sobald ich diesen Block wegmache, ist schon vorbei. Sobald ich diesen Block wegmache, ist schon vorbei. Entkommen. Ja, das ist kacke. Jetzt ist ja der Luftstrom schon da. Ach, come on. Entkommen. Nee, genau das darf nicht passieren. Dieses Wasser darf nicht, also der darf nicht kaputt gehen. Junge! Jetzt muss ich mich darüber bewegen. Aber wie bewege ich mich darüber, ohne den anzusehen? Ja. Ich krieg schon hin. Ich habe eine Idee. Wahrscheinlich, indem ich dann an die Decke schieße oder so. Andere Richtung. Entkommen. Also erst hoch, dann... Nein, jetzt hab... Ich lerne das nicht. Also erst hoch. Entkommen.
Dann stopp, dann das wegmachen und jetzt... Ja, so, aber halt ohne den Luftstrom zu auszulösen vorher. Okay, wir arbeiten dran. Lul. Also nach oben. Zack, in die Richtung schießen. Und jetzt... Genau. Ja, und jetzt habe ich aber wieder den scheiß Luftstrom unten berührt. Okay. Wir arbeiten dran. Holy shit. Runter. Und durch. Na, fast. Okay, wir arbeiten dran. Wir haben es gleich. Vor einer Stunde schaffe ich das noch. Nein! Fast! Okay, wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Wir haben es gleich. Eieiei, echt. Runter. Kaputt. Rüber. Nein! Noch ein bisschen schneller. Noch ein bisschen schneller. Oh Gott, ey. Die haben sich was ausgedacht bei den Missionen, du. Okay, los geht's. Hoch. Rüber. Weg. Runter. Nein, ich hab das kaputt. Och Mann, ich kann nicht so schnell reagieren. Scheiße. Entkommen. Nein, ich hab den schon wieder. Das gibt's doch nicht. Entkommen. Ach, Kacke. Ich Mann! Entkommen. Falsche Rede. Penny, please. Entkommen. Nein, jetzt... Oh. Wenn ich den Dings nicht treffen würde, dann wäre ja alles cool. Ja, scheiße. Dude! Ich treffe... Schieß nach rechts, Junge! Entkommen! Runter, kaputt und rüber. Nein! Ich hab's wieder selber getroffen. Das wäre einfach nicht notwendig gewesen. Ah, Scheißdreck. Nochmal. Entkommen. Der ist schon wieder an, ne? Ah! Vielleicht wird's doch nichts mit vor einer Stunde. Entkommen. Ja, ich glaube, wenn der an ist, schaffe ich es nicht mehr, da durchzukommen, ohne den zu berühren. Ich glaube, das geht nicht. Entkommen. Nein, ich darf diesen blöden gelben Block da unten nicht kaputt. Mann! Dass sie aber auch die ganze Zeit schießt. Jetzt raus da! Nein! Bevor du den... Mann! Ich muss ein Stück rüber, bevor ich den Block kaputt mache und dann... Das... Alter. Entkommen. Habe ich den... Ja, jetzt ist hier wieder alles kaputt. Och, ey. Ich brauche Slow-Mo. Es geht zu schnell. Entkommen. Nein, jetzt habe ich den getroffen. Entkommen.
Jetzt habe ich den wieder getroffen. Ich raste aus, ne? Entkommen. Wie habe ich die... Entkommen. Nein! Entkommen. Nein, das war's fast. Wenn ich nicht die scheiß Kugel noch. Wenn die Kugel nicht schneller gewesen wäre. Entkommen. Nee, das haut nicht hin. Ja, weil ich die berührt hab. Entkommen. Nein! Ich muss mich irgendwie da dann anders abstoßen, dass das nicht das Wasser, dass das Wasser nicht den Block berührt. Gibt's doch nicht. Entkommen. Das war die falsche Richtung. Stabil. Entkommen. Habe ich den berührt? Wahrscheinlich ja, aber es wäre eh. Ja, es wäre eh egal. Nein, jetzt ist er wieder kaputt. Was soll ich denn tun? Ja, so komme ich nicht. Also sobald er an ist, komme ich da nicht mehr raus. Entkommen. Nein! Wieso ist der angegangen? Was? Wie habe ich den jetzt angemacht? Scheiß Wasser wahrscheinlich. Ich hab's diesmal nicht berührt. Entkommen. Yes! Oh, meine Fresse. Ey, was eine Scheißmission. Bruder. Okay, das war die. So. Jetzt hier noch, ich meine, wahrscheinlich ist ein Charakter sinnvoll, der einmal schießt, so. Und zwar gezielt. Nehmen wir ihn mal. Das kann in der ersten Mission nicht funktionieren, weil ich muss ja mindestens 4 abschießen. Ne, und das ist ja so... Das kann ja so nicht funktionieren. Beschützen. Auch da kann ich eigentlich nicht mehr... Es sind auch nur... Geht nicht. Es muss in der Level 3 passieren. Beschützen. Ja, aber ich weiß halt nicht, wie... Hä? Die müssen da wahrscheinlich ganz speziell kommen, dass das funktioniert. Aber so haut's auch nicht hin. Beschützen. Auch so kriege ich keine 4 zusammen. Beschützen. Okay, da könnte ich jetzt 4 hinbekommen. Wenn ich nicht Kacke gemacht hätte. Okay, also wenn dann in Level 3. Wenn dann in Level 3. Ich glaube, Dribble ist dafür ganz gut. Beschützen. Ich glaube, Dribble ist dafür ganz gut. Beschützen. Beschützen. Na, der ist wahrscheinlich jetzt wieder nicht so sinnvoll. Na. Beschützen. Ups, habe ich nicht aufgepasst. Beschützen. Ja, aber das, also das nützt mir nichts. Ich brauche diese, wenn die so zusammen sind. Nee, das nicht. Wobei, das habe ich eh verkackt. Okay, schade. Beschützen. Ich brauche so eine Kettenreaktion, die muss möglich sein. Das geht nicht mit allen. Hey, mit dem geht es erst recht nicht. So, jetzt kommt es wieder drauf an. Level 3, gutes Level 3.
Mit vier Dingern am Anfang? Nee. Nee, wüsste nicht, wie die funktionieren sollen, so. Nee, da kriege ich auch keine hin. Ah, es war leider einer zu wenig, ne? Ja, ich krieg das Brauchbare einfach nicht mehr. Das ist doch kacke. Ich hatte so ein gutes, wo diese vier zusammen waren. Ich denke, aus dem kann man was machen, aber ich krieg das nicht mehr. Beschützen. Das ist gut. Schade. Das hätte aber gut, das hätte wirklich gut sein können. Beschützen. Na, es ist halt eh einer zu wenig. Beschützen. Na, das sind eh nur vier, okay. Beschützen. Das ist auch wieder gut. Mann, schade. Beschützen. Na, da kann ich es eh knicken. Also, wenn eh nur vier kommen, kann es ja gar nicht funktionieren. Beschützen. Es kann nur in Level 3 gehen. Und dann auch nur manchmal. Beschützen. Das ist der Gute. Nein! Schade. Okay, wieder bis Level 3. Beschützen. So, bitte gutes Level 3. Beschützen. Ja, schlechtes Level 3. Ach, komm schon, den will ich noch machen. Den will ich noch haben. Beschützen. Beschützen. Ja, das sind eh nur vier, also da kann ich eh nichts machen. Nee, ich muss auf Level 3 warten, es hilft nichts. Beschützen. Oh, da ist er wieder, mein Vierer. Ah, shit, ich muss aber so schießen. Ah, ich muss es nochmal lesen, ob da noch irgendwelche Bedingungen dazu waren. Schließe das Spiel, erledige mindestens vier in dem einen ihrer Artgenossen auf sie längst. Es heißt eigentlich nichts, dass es... Es heißt eigentlich nicht, dass ich nicht mehr mal schießen darf, ne? Das heißt es eigentlich nicht. Also mehrmals schießen dürfte ich wahrscheinlich. Gibt es hier jemanden, der besser dafür geeignet sein könnte? Ich glaube nicht. Nee, ich kann mir da ehrlich gesagt keinen guten vorstellen. Ich würde schon sagen, dass die, dass der ganz gut ist. Na, vielleicht. Vielleicht, weil der die in eine besondere Richtung schießen lässt. Also, weil der die so wegdrückt. Keine Ahnung. Beschützen. Ja, der pfeffert da ganz gut in alle Richtungen weg. Beschützen. Lol. Lol. Ja, stabil. Beschützen. Na, das hat nicht funktioniert. Beschützen. Ah, das wären halt eine Dreier-Kombination und das brauche ich jetzt noch eine Vierer-Variante. Beschützen. Oh, das ist es. Habe ich jetzt nicht die An... Ich hätte gedacht, ich habe jetzt vier damit weggenommen, aber scheinbar nicht.
Beschützen. Beschützen. Ah, schade. Ich dachte, das wäre es gewesen. Aber scheinbar nicht. Beschützen. Beschützen. Nein! Beschützen. 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 Nee, das haut dich hin. Beschützen. Beschützen. Oh shit, der kam zu schnell. Ah, das war nicht... Mann, okay. Wir lassen es an der Stelle. Wird mir zu lang, der Part. Ich schließe ja auch mal die Aufnahmesession ab. Uah! Erstmal alles umschmeißen, stabil. Ich wollte nur den Controller zurücklegen. Dabei habe ich allerdings hier alles abgeräumt. So, danke fürs Zuschauen und tschüss.